In diesem Video geht es um das Fräulein von Scuderi von ETA Hoffmann. Ich stelle euch hier die wichtigsten Personen vor und wie sie zueinander in Beziehung stehen. Ich habe die wichtigsten Personen hier mal zusammengefasst und zwar sind das im Zentrum das Fräulein von Scuderi und als Gegenspieler gibt es René Cardillac. Wie ich das auch schon mit den Farben angedeutet habe, das Fräulein von Scuderi steht für das Gute, für das Licht. René für das Böse, die Nacht, er ist zwiegespalten. Über das Fräulein von Sküderi, die tatsächlich auch eine historische Person war, weiß man, dass sie zu dem Zeitpunkt um 1680 73 Jahre alt war. Sie war eine Literatin, sie ist bekannt geworden durch einige Romane und sie stand tatsächlich auch im Umfeld des Sonnenkönigs Ludwigs XIV. Und nur um den Namen einzusortieren, weil die teilweise auch vielleicht im Text so ein bisschen gleich klingen. Die Marquise de Maintenon, die eine Freundin ist des Fräuleins von Scudery, ist gleichzeitig eine Mätresse des Sonnenkönigs. Später hat er sie geheiratet. Das ist aber der Zweig, der nicht so entscheidend ist. Im Zentrum steht, wie gesagt, der Kampf gut gegen Böse. Und der Kampf, nein, nicht der Kampf, sondern das Verhältnis von Olivier Brisson, des Sohnes der Pflegetochter des Fräuleins von Skudery und Madelon, das ist die Tochter von René Cardillac. Die beiden lieben sich und ein großes Verhängnis dieser Leidenschaft ist, dass Olivier seine Madelon so sehr liebt, dass er ihren Glauben an ihren guten Vater, solange es geht, aufrechterhalten möchte, auch indem er in Kauf nimmt, dass er selbst dafür hingerichtet wird. Das ist eine missliche Situation, aus der sie nur das Fräulein von Sküderie befreien kann. Das Ganze findet statt vor dem Hintergrund der Zeitumstände 1680. Und zwar in Paris ist das Ganze. Und Paris wird zu dieser Zeit von Giftmorden erschüttert. Das hat dazu geführt, dass es extra eine Untersuchungsbehörde gab, die eingerichtet worden ist, die Champe Ardente. Später werden die Giftmorde verschwinden, aber stattdessen treten Raubmorde auf den Tagesplan. Schmuck wird gestohlen. Und auch nur damit man es versteht, es gibt mehrere Gespräche zwischen der Sküderie und dem Polizeipräsidenten Larigny und dem Polizeikommissar de Gray. Ich sollte mal noch sagen, dass es eine, mit der Polizei eine ambivalente Sache ist, denn die sollen zwar für Recht und Ordnung sorgen, aber da die Zeitumstände so düster waren und man überall Geheimnisverrat, Folter, Tod etc. und äh, Betrug erahnt hat, da hat die Untersuchungsbehörde teilweise etwas übers Ziel hinausgeschossen. Teilweise wurden etwas zu viele Leute verhaftet, es kam zu Willkürhandlungen. Das sind also die Zeitumstände, vor. das ist die Folie, vor dem das Ganze spielt. Hier noch einmal das Beziehungsgeflecht. Letztlich spielt sich die Geschichte also zwischen vier Personen ab. Es gibt einige am Rand, es gibt einige im Hintergrund, aber letztlich ist das Ganze ein Vier-Personen-Drama. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht schaut ihr euch auch noch das Video über das Ding-Symbol an.